Den schlimmsten Musikgeschmack hat? Ich glaube 80% der Mannschaft. Kann ich auch mehrere Namen nennen? Tim Petersen. Ich glaube Tim Schreiber. Hauke Wahl. Beginne ich mit Timon Weiner, Marco Kommender. Oh, Benny Pichler manchmal, da denkt man gar nicht. Da holt er auf einmal die Schlager raus im Kraftraum. Also das ist dann schon von bis manchmal. Benedikt Pichler auch. Philipp Sander. Ich glaube, die halbe Mannschaft. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Den außergewöhnlichsten Spitznamen hat? Gute Frage. Boah. Muss ich überlegen, werden Spitznamen überhaupt? Muss ich überlegen. Vielleicht Hansi, unser Physiotherapeut. Eventuell ich selber? Boah, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Ahnung. Timo, für mich, weil er zu Schalke-Zeiten Ronny genannt wurde. Ja, Louis wird ja plötzlich von Alex immer Louis genannt. Das war auf einmal ungewöhnlich. Wir nennen Thomas Dehne immer Krokodil, weil er immer aus seinem Tor rauskrabbelt wie so ein Krokodil aus dem Fluss. Den besten Kleidungsstil hat? Oh, Tim Bartels, ganz einfach und lässig, mit Jeanshose und T-Shirt, ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin da ja ein bisschen so raus, aber ich weiß nicht, so Otschi, Fabi, Fiete, ich glaube, da können sich einige schon sehen lassen. Ja. Eine Mischung aus Fabi Rehse und mir. Luis hat schon immer einen guten Kleidungsstil, muss ich sagen. Na, Otschi. Otschi. Würde ich selber sagen. Den kleinsten Hund hat. Ach, auch da bin ich ja gar nicht so mit Hunden. Ich verstecke mich dann eher, wenn da einer angerannt kommt. Weiß ich gar nicht, wer den Lützen hat. Da haben ja einige doch einen Hund. Marco Kommender, seine Freundin. Weiß ich nicht. Marvin, Obutz. Thomas Dehne. Keine Ahnung, ich glaube, Howie hat ja einen Hund. Den besten Humor hat? Jojo, Fabi, die zwei, so würde ich sagen. Johannes Vandenberg. Kann ich viel aufzählen. Ich glaube, Theo Becker ist ganz lustig, Fabi Riese ist ganz lustig, aber da würden noch viele folgen. Für mich Fabi. Jule Korb. Jojo Vandenberg.